Ja, mit diesem wunderschönen Porsche sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute steht eine Meisterschaft vor oder an mit modernen Sportwagen. Und dafür habe ich mir den Porsche Cayman GTS geholt. Oh ja. Bis zur Klasse A800 dürfen wir ihn tunen. Heißt, wir haben noch 33 Pünktchen übrig. Und da gucken wir jetzt einfach mal, was so geht. Bevor wir das machen, wie gesagt, tunen wir den Wagen eben, also bevor wir die Meisterschaft machen. Und wir kaufen uns noch ein Haus, was ich eigentlich schon viel länger hätte kaufen sollen, aber ja. Habe ich nicht gemacht. Ist die Frage. Sollen wir einfach Turbo aufladen? Ich meine, hat er gut Power und trotz 300 km/h, die er fährt. Ne, wir lassen ihn mal im Sauger. Dann würde ich aber vielleicht mal gucken, was wir noch verbessern. Was willst du an dem Porsche verbessern? Jetzt mal ohne Witz. Bessere Reifen vielleicht? Wir machen bessere Reifen drauf. Die noch etwas breiter. Klar wird schwerer der Wagen dadurch, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Getriebe sollte ausreichen. Was ich mir aber noch mal vorstellen könnte, wären Rennfedern. Ja. Wir machen den ganzen noch ein bisschen tiefer. Und können wir dann bremsen? Ja, wir können Bremsen noch verbessern. Das machen wir auch. Und wollen wir vielleicht doch noch ein bisschen Gewicht rausnehmen? 30 Kilo Gewicht gehen noch. Und dann machen wir vielleicht noch doch ein bisschen was an der Leistung. An der Auspuff. Der Auspuff perfekt. 358 PS, 395 Newtonmeter und ein bisschen unter 1300 Kilo. Ja, guck mal, 4 km/h langsamer als das Spiel sich dachte. So. Oder halt, als wir mit dem anderen im Turbolader geschafft hätten. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, guck mal, er kriegt 13 PS mehr. 47 Kilo weniger. Das ist nicht schlecht. Ich finde es schön, wie da noch nachblubbert im Hintergrund. Nice Porsche, nice. So, jetzt würde ich aber noch gerne mal schauen, was der Hersteller so noch für Farben hat, ne? Was hat der Hersteller so für Farben für uns? So. Die Farbe bei dem Wagen ist ja für mich eigentlich immer noch irgendwie so gelb, ne? Goldton, blau. So, wir haben einen Haufen, ne? Schwarz. Nur so ein helleres Rot. Silber. Oh, grau schaut sehr in dem Grau. Sagen, pass mal die Bremssättel noch an. Könnt die natürlich so gesehen passend zum Auto machen. Aber hey, wir sind im Horizon. Achso, ein dunkelblau schaut gut aus. Scheiben. Bisschen dunkler. So, wunderbar. Oh ja. Ein edles Auto, aber nicht zu verbastelt oder beziehungsweise nicht zu bunt gemacht. Mit einer leichten Leistungssteigerung und weniger Gewicht. Wir haben das Infotainment-System rausgenommen. Tut mir leid, liebe Spotify-Hörer. So muss es. Ansonsten, glaube ich, muss man nicht wirklich was machen. Schade, dass wir am Radstand nichts ändern könnten, ne? Aber gut. Jetzt, genau, holen wir uns an sein Haus. Damit fahren wir auch mit dem Porsche vor, natürlich. Für 2 Millionen. Damit können wir eine Schnellreise zu jedem beliebigen Ort auf der Map machen, beziehungsweise zu jeder Straße. Und die holen wir uns jetzt einfach. So, hier wir go, komm. Gib Gas, Porsche.
keine Spoiler, da hinten ist sehr schön. So schaut es an dem Cayman GTS aus. Ja. Kann ich mit leben. Ah, schaut schon schön aus in dem Grau. Ist leicht getarnt auf der Straße, aber trotzdem noch gut zu sehen. Der 294 soll er rennen, laut Angabe. Meistens schaffen die Autos auch gerne mal so 1-2 km/h mehr. Aber dann ist halt auch wirklich Schluss. Also du hast Clip und hast ein bisschen am Getriebe und so rumgetrickst. Da guck mal hier bei 270 ungefähr. Im siebten Gang gechillt. Läuft. Geschillt bei 270. Der Dreiner Sauger wird noch ein Turbo reinnehmen können, klar. Aber wozu? Wir bleiben einfach mal beim typischen Porsche Sauger. Wir kaufen uns nach langer Zeit. Ne, das ist das erste Mal, dass wir uns ein Haus kaufen, ne? Obwohl, ne, die ist eine in der Wüste, haben wir uns gekauft. Stimmt, aber uns ist das hier. Du hast dein Ziel erreicht. Das Buenas Vistas. Ja dann. Gönnung. Pool, Blick auf den Strand, viele Zimmer, lindo. Und die Garage ist auch groß. Ich habe nachgeschaut. Nur die Gardinen da vorne rechts sind ein bisschen komisch, aber gut. Brauchen die Hütte für 2 Mille. Spannen wir uns jetzt am Strand oder fahren wir wieder los? Jetzt kannst du den Motor im Wohnzimmer auseinandernehmen. Hier, die Schlüssel. Sehr schön. Ja, komm, machen wir einfach mal. Also, Remy kann gerne ein bisschen am Strand chillen. Ich fahre Meisterschaft mit euch. Oh ja, und wir fahren nämlich die Meisterschaft hier unten. Moderne Sportwagen. 50.000 Credits. Bin da. 6.000 Credits kostet uns, ja. Schilder und sowas machen wir auf alle Fälle noch. Kein Thema. Genau. Sogar unser Auto vorne drauf, sehr gut. Dann gib ihm. Dann, here we go. Was jetzt? Wieder Offroad. Wir schauen mal. Nicht, dass wieder so eine Klatsche wie beim RX-8, ne? Ich habe keine Lust, hier wieder auf Allrad anzubauen und Offroad-Reifen. Ah, die haben Offroad-Reifen. Ach nö, Alter. Ja, also diese Restriktionen, die da gibt es halt im ersten Teil, ist auch so eine Sache, ne? Aber gut. Natürlich habt ihr alle Allrad. Das merkst du halt schon, wie sie abziehen. Kannst du mir noch sagen, was du willst. Das ist die Frage, wie hardcore Offroad das Ganze wird, ne? Das Schöne ist halt wirklich, was Porsche hat. Komm mit Speed. Okay, müssen wir wirklich die alten Porsche-Tugenden aus der Rallye-Zeit nach rausholen? Ich glaube ja. Also wenn ich nach der ersten Runde gleich merke, was hier abgeht, dann gehst du mal zurück ins Tuning. Ich muss nicht mal in der ersten Runde fahren, ey. Das ist ja... Boah, Leute. Okay, ne, da können wir gleich die Veranstaltung beenden. Ich sehe gerade, was abgeht. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid, Leute. Offroad-Reifen drauf und das Fahrwerk, glaube ich, rein. Schade, ich habe gedacht, wir fahren ein bisschen sportlicher heute. Immerhin sind wir bis zur Hütte sportlicher gefahren. Reicht das? Ich hoffe ja. Bis zur Hütte, bis zum Haus. Oh, gut, dass wir schon die ganzen Horizon-Dinge haben. Upgrade Tuning, ja bitte. Wir ändern erstmal unsere Reifung.
Geländereifenmischung. Naja, die haben auch Gelände drauf. So, zack. Und das Fahrwerk. Dann haben wir noch genug Bums über. Ich glaube. Wir machen alle drei nicht. Ich habe da keinen Bock zum Experimentieren. Wenn man noch ein Turbo reinkommt, der muss uns geben, dann richtig. Getriebe. Haben auch ein neues, ja klar. Mein Getriebe gewechselt? Nee, ne? Rein damit. Ich finde es halt schade, dass die Autos so vergewohltätigt werden hier. Okay, dann haben wir schon, ne? Dann machen wir die Stabis noch neu. Wir haben noch immer noch 12 Punkte über, ne? Jetzt müsst ihr am Auto noch ein bisschen was machen. Papp. 800, perfekt. Sogar ein bisschen mehr Leistung. Immer Höchstgeschwindigkeit, wunderbar. Und dann rein da. Das ist jetzt der Offroad-Aufbau. Ich kann nichts dafür. Das Spiel gibt uns das vor. Deswegen, ja. So, haben wir das Rennen hier, ne? Bei nächster Gelegenheit wenden. Er geht schon mal gut vom Oh, es ist stürmisch. Neu berechnet. Alter. Geil. Richtig Sturm jetzt. Was hätte ich jetzt dann gerne auch im Rennen, bitte? In 400 Metern links abbiegen. Ja, mit Allrad, ne, da... Jetzt geht's gut voran. Das war's jetzt. Kurzer Schauer von nicht mal eine Minute. Okay. Ich hab mal auf den Turbo kreischen. Ich hätte mir jetzt echt gewünscht, dass wir einfach normale Straßenevents fahren. Ihr habt ja gesehen, wo wir landen, ne? Wenn wir normale Straßen fahren, da waren wir denen sowas von überlegen. Die Kurvengeschwindigkeit. Guck mal, dass unser Porsche das jetzt weiterhin mitnimmt. Ich muss jetzt mal gerade hier echt die Lautstärke ein bisschen runterstellen. Wahnsinn. Wenn diese Warnung kommt, sollte man, glaube ich, echt sein Auto anders bauen. Es war im ersten Teil nicht anders und hier ist es auch nicht anders. Davor kam es aber nie. Komischerweise. Vier Teile lang. Oder drei Teile lang. Dann, here we go. Nur das Elis, klar, aber es ist super leichtes noch. Und das können wir aber im Start schon mal mithalten. Hallo, Lodos, komm. Keine Power, hä? Huh? Ist halt nur leicht. Oh, habe ich keine Bremsen? Ja. Warum? Keine Ahnung. Ich verliere den Reifen. Aber guck mal, wir haben auch schon Sauwetter hier. Ich habe ja wirklich noch, dass wir in den Sturm reinkommen, wie es gerade eben war. Das wäre so Storm Island, was ich leider nie gespielt habe. Ah, ich bereue es, dass ich damals nicht runtergeladen habe. Zu faul war, 15 Euro auszugeben, Alter. Zu geizig eher. Jetzt bereue ich es nachhinein. Das war heftig. Ah, dafür läuft es hier aber schon mal besser als vorhin. Können wir aber für solche Veranstaltungen nicht einfach irgendwelche Hot-Hatches oder so nehmen? Das muss mir weniger wäre als mit so einem Sportwagen wie hier. Ohne Witz. Jetzt hat die zweite Veranstaltung schon mit solchen Autos, weißt du? Ich verstehe es nicht. Nur von einer Woche, hey. Einer von zwei. Festival ist sowas, ne? Jetzt müssen wir ein bisschen rankommen, bitte. So, kommt sie durch. Hallo, Lotus? Dein Ernst?
Das sind schon wieder so Kurven, Alter, die ich nicht kapiere, warum die da so sind. Schon der TT. Oh. Kann der Porsche mal bitte rumwollen? Dankeschön. Okay, Mr. GT86. Schon mal Platz 3 und das Wetter wird schöner und ich habe den Checkpoint verpasst. War nicht so geil. So. Okay, wir füllen gerade da links irgendwelche Ziele eins am anderen. Yo, S2000, dein Problem ist, dass ich hier vorbeigefahren bin. So. Problem haben wir schon mal, sehr gut. Du willst, dass die hinter uns in der Regel doch alle ein bisschen flotter sind. So, die Kurve schöner bekommen. Gut, komm, zweiter Platz holen wir uns noch, oder? Ist ein RX-8 da vorne? Ja, komm, Alter. Kriegen wir noch. Werden Bäume wieder aufgestellt, klar. Hier Neubepflanzung von Wäldern oder abgerundeten Wäldern bin ich voll für. Aber, ja. Jetzt wird noch eine vierte Runde haben für den Mazda, glaube ich, da vorne. Im X5 dürfte es sein. Okay, es muss gerade nicht. Schon einer aufhalten? Ja. Easy zweiter Platz. Auch wenn der Porsche so echt schrecklich ausschaut. Oh. Ich hoffe, wir bekommen nochmal die Möglichkeit, irgendwelche Veranstaltungen zu fahren. Ja, oh. Ich hoffe, wir kriegen echt die Möglichkeit, noch einen Sportwagen so zu fahren. Oh, Leute, das ist echt anstrengend. Supra, okay. Immer noch ein Level und dadurch. Die Chance auf cooles Sportzocken habe ich gerade gesehen. Ne, 25.000, sehr gut. Sehr schön. Immer ein zweiter Platz und das nächste Rennen ist hier und das andere ist dann in der Stadt. Okay. Also sogar Stadion, noch nicht gefahren bin, sehr gut. Wollte ich da hinfahren? Ne, komm. Was? Doch, hinfahren möchte ich schon, genau. Also was geht, fahren wir natürlich. Und holen wir mal schnell eine Pizza zu, sich gerade zwei bestimmt, oder? Wie zumindest so an. Sehr schön, ja, zwei Stück waren es, sehr gut. Da können wir es also noch schneller machen, aber nicht heute. Ah, coole Musik. Ja, das Lied hätte auch in Need for Speed Pro Street 1:1 zu laufen können. Oder den Donuts. Cool, da ist da hinten Sonic und hier. Alter, sie haben es gut hinbekommen. Mal schauen, was vom denn nachher wird.
Na schauen wir mal, ich gehe nachher auf Gewitter jagen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal hier ein kleines Sprintrennen noch. Ja, das Wetter haben sie gut. Wenn es regnet, dann Ströme. Hört sich ja wunderbar an. Zur Porsche. Ich hoffe, im Sprintrennen kannst du besser überzeugen. Der Honda S2000 sieht da nicht so gut aus von der Karosserie. Boah, links ist das ziemlich eingedellt aus, bevor was passiert ist. Das Gas hier. Der Supra, den wir suchen, ist auf Platz 2, den wir... Hallo, aua. Ist sogar ein Supra dabei? Hier. Ja, fast dasselbe. Fast dasselbe. Nur nicht von Toyota. Sondern von BMW. Schön, dass wir jetzt mal vorkommen. Schon, wir haben ordentlich Speed. Ja, nicht diese Kurven, ey. Schön ist zumindest, dass er nicht zum Driften kommt, dank Allrad. Sagt er und driftet die Kurve. Schon. Ja, was sind das für schwere Meisterschaften zum Teil? Also ich habe echt nichts dagegen, dass die fordernd sind, aber so null Chance auf den Sieg ist halt schon böse. Sorry, Dude, aber ich will Erster werden. Ja, und Lino fährt jetzt hier im Porsche. Im schwarzen Supra, okay, läuft bei ihm. Schauen. Sind dran. Wir sind wieder ein bisschen dran. Ja, sind ein bisschen nicht dran, wenn wir das verkacken natürlich. Scheint eine Driftzone zu sein. Ey. Okay, jetzt dritter Anlauf, muss ich aber durch die Fähnchen durch, ne? Habe ich gehört? Yes. Komm schon. Jetzt will ich aber auch zu sehr. Verdammt. Du brauchst doch mal irgendwo unnötig ab oder so, come on. Sorry. Oh, sogar 911er. Das war es nicht unfair, aber ich muss gewinnen. Schöne Brücke, by the way. Coole Brücke. So mit dem Tor da oben. Das nur für die Veranstaltung. Warum lassen sich die Dinger nicht einfach da? Ist doch cool. Ach ja, so. Kommen sie alle angefahren. Den großen Bruder geschlagen. Und Gleichstand jetzt vorne, ne? Ich glaube ja. Gut. Jetzt keine Siegerehrung? 5 ist wohl deine Glückszahl. Aber vermutlich wirst du hier nicht aufhören. Nee, habe ich auch nicht das vor. Letzte Puzzlestück. Ja, ja. Puzzlestück. Ich weiß, ich könnte jetzt alle Sachen hier machen. Aber da teleportieren wir uns hin. Ich will von ihr nichts hören und dem Veranstalter. Gerade nicht. Entschuldigung. Gerade nicht. So. Willst du es übernehmen oder soll ich? Ich mach das schon, danke. Alejandra. Ist Alejandra? Ich glaube ja.
Jeden Fall jetzt der letzte Veranstaltung für heute. Sieg muss drin sein. Oder unser Konkurrent muss schlechter als irgendwas anderes sein. Schlechter als Zweiter, glaube ich. Also Dritter oder Vierter. Und dann trotzdem vor ihm landen. Einfach vor dem Konkurrenten landen. Ja, komm schon. Die Kirche klockelt. Sehr gut. Oh, tolle. Schnelle Abschnitte hier. Vielleicht geht das Straßentuning von vorne wieder, aber wir fahren ja noch ein bisschen Feldweg, habe ich gesehen. Ja genau, jetzt kommen die Abschnitte, sehr gut. Ja, aber. Jetzt läuft es auf einmal. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, der schnelle Abschnitt gerade eben hat mir echt gut getan. So, erste Runde hinter uns. Ein schneller Abschnitt, sehr gut, da kann ich mich bestimmt ein bisschen absetzen wieder. Hier rein in den Tunnel. Erinnert mich so super extrem an die Tunnelsequenz aus Motorsport 7 war das? Als wir dazu kommen, 6? Auf jeden Fall aus der Rio de Janeiro Strecke. Oder an die Rio de Janeiro Strecke aus Forza Motorsport. Bin auch sehr auf Forza Motorsport in Klammern 8 gespannt. Ist ja auch nur Forza Motorsport, wird bestimmt cool. Den Dirt-Abschnitt, da kommt die KI, glaube ich, noch ein bisschen ran. Das ist eine lange Strecke, ne? Für Horizon. Das ist 1,50 von der ersten Zeit her. Lange Strecke. Und nächste Event werden auf jeden Fall ein Event auch für die Straße. Zeit los, gerade auf die Uhr geschaut. Nein, noch eine Aufnahme mache ich heute nicht. Schon der 11:45, falls das Video, was ich zuvor gesehen habe, gestern in dem Fall. Juggernaut. Das werde ich noch schneiden, dass ihr das dann eben heute seht. Das hier schneide ich dann wahrscheinlich in der Früh noch nach. Ha. So, jetzt aber Vollgas. So. Das ist mit der Beleuchtung ein bisschen besser. Jetzt ist die Konkurrenz wieder ein bisschen rangekommen. Also solange sie hinter mir bleibt, ist alles cool. Also ich fahre weiterhin so schlecht wie jetzt. Ja, moin. Gut, dass wir ohne Schaden fahren. Es tut mir echt leid, aber oh je.
Dass es dauernd regnet oder sogar stürmt, finde ich sehr geil. Zeigen sich auch einfach nochmal die Reflexionseffekte hier. Auf der Series S, ja. Schon. Nee. Come on. Vollgas. Easy. Ungefähr der Sieg. Auch wenn es gegen Ende nochmal spannend wurde. Also, ich weiß nicht, was sie mit der KI machen, aber die dreht teilweise echt heftig auf. Uiuiui. Sehr schön. Ja, 4 Punkte Vorsprung. Läuft bei mir. Nochmal 9 Wispen? Yes! Nochmal 9 Wispen! Lass ihn drehen, den Wispen! Drehen! Okay, da waren ein bisschen coolere Gewinner, aber Crown Victoria Police Interceptor? Auch nicht schlecht. Ein Auto, was halt gefilmt 50 Jahren gleich ausschaut. Aber okay. Dann haben wir es wieder für heute. Diesmal gibt es dann wieder irgendein großes Abschlussrennen. Der Goal Live, wie gesagt, der wird als letztes kommen. Da braucht ihr euch gar keine Hoffnung machen, dass der zwischendurch kommt. Nein, nein. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs dabei sein. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Horizon 5. Bis dahin, Servus und Pfiat.